Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, in der Tat, die Wissenschaft ist massiven Angriffen von rechts außen ausgesetzt. Das haben wir ja auch gerade wieder erlebt. Und im Moment ganz besonders werden Virologinnen und Virologen, werden Mediziner angefeindet, bedroht und beleidigt, weil sie ihre Erkenntnisse öffentlich machen, weil sie vor dem Virus warnen. Die Gefährlichkeit des Coronavirus wird geleugnet. Das haben Sie ja gerade wieder gemacht, Herr Lichert, als stolzes Mitglied der Identitären Bewegung. Darf man Sie ja dank der Klage Ihres Parteikollegen jetzt mittlerweile auch öffentlich so nennen. Und da fragt man sich schon, das ist jetzt die zweite Debatte hintereinander. Was wollen Sie denn eigentlich? Sie wollen keine Masken, weil Sie sich weigern. Sie weigern sich, im Landtag Masken zu tragen und klagen gegen die Maskenpflicht. Ich habe das schon einmal gesagt, weil Sie Angst vor Herpes und vor posttraumatischen Belastungsstörungen haben. Deswegen klagen Sie beim Staatsgerichtshof gegen die Masken. Ja, Sie wollen keine Impfung, also Sie demonstrieren in Berlin ohne Maske und ohne Abstand mit Corona-Leugnern. Sie machen ja nicht einen Vorschlag, was Sie hier eigentlich wollen. Und deswegen ist es auch so schwierig, sich mit Ihnen auseinanderzusetzen, meine Damen und Herren. Und das in einer Situation, in der, und ich will das noch einmal sagen, 19.000 Menschen mittlerweile in Deutschland an dem Virus gestorben sind. Und weltweit diese Pandemie weiter um sich greift. Wir haben eine Situation, wo die Intensivstationen sich füllen, wo die Krankenhäuser sich füllen, wo die Beschäftigten an ihre Belastungsgrenzen gehen, wo Ärzte und Krankenpflegerinnen und Pfleger an die Belastungsgrenze gehen, um die Patienten irgendwie zu versorgen. Und deshalb bedeutet, nein, aber es bedeutet, solidarisch zu sein mit den Menschen, die unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit an vorderster Front dieses Virus bekämpfen. Das Mindeste, was man an Solidarität denen gegenüber zeigen kann, ist, das Virus nicht zu verharmlosen, Masken zu tragen, Abstände einzuhalten und sich nicht derartig rücksichtslos zu verhalten, wie Rechtsaußen das hier macht. Und das sind doch die Bilder gewesen, auch von den Querdenken-Demonstrationen. Keine Abstände, keine Masken und dazu noch Holocaust-Relativierungen und Vergleiche mit Sophie Scholl und Anne Frank. Und das zeigt doch auch, welche Gesinnung einige und viele bei dieser Bewegung haben. Und ich muss sagen, ihrem ganzen Verständnis und diesen ganzen Angriffen von rechts, auch ein völlig falsches Wissenschaftsverständnis, das dem zugrunde liegt. Da muss man im Übrigen auch sagen, da hat auch die Bild-Zeitung in Teilen dazu beigetragen in den letzten Monaten. Ja, dass es so dargestellt wurde, als würden Virologinnen und Virologen ja jeden Tag ihre Meinung ändern, ja, und dauernd neue Empfehlungen geben. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ändern nicht einfach ihre Meinung, sondern was sich ändert, sind die Erkenntnisse. Wir hatten das mit einem völlig neuen Virus zu tun. Und natürlich muss man da forschen. Was ist denn bei der Frage Ansteckungsrisiko von Kindern? Das wusste man im Februar und im März nicht. Und was ist bei der Frage der Übertragungswege? All das sind Dinge, die erforscht werden müssen. Und deswegen stellen Wissenschaftler Hypothesen auf, die sich bestätigen oder als falsch herausstellen. Und deshalb sind die Angriffe einfach ein völlig falsches Wissenschaftsverständnis zugrunde. Und ich will nur sagen, es sind auch nicht nur die Virologinnen und Virologen, die solchen Angriffen ausgesetzt sind. Es sind auch die Klimaforscherinnen und Forscher. Es ist auch die Geschlechterforschung, die ja hier regelmäßig in diesem Haus von rechts verächtlich gemacht wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Sie über Kultur und Wissenschaft reden, da läuft mir mal kalt den Rücken runter, ja, weil Sie ein totalitäres, antidemokratisches Weltbild haben. Sie wollen alles kürzen und streichen, was nicht Ihrem Weltbild entspricht. Und der Grund ist natürlich, dass Ihr krudes Weltbild ja Realität und wissenschaftlichen Fakten keinen Stand hält. Und deswegen möchten Sie es möglich gar nicht, dass Sie erst erhoben werden. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir das in aller Deutlichkeit zurückweisen. Ich will mich jetzt aber auch nicht weiter mit der AfD auseinanderzusetzen, weil es gilt immer noch der Satz, mit Rechten zu diskutieren, ist wie mit einer Taube Schach zu spielen. Man kann sich Mühe geben, so viel man will. Am Ende wirft die Taube die Figuren um, kackt aufs Schachbrett und stolziert herum, als hätte sie gewonnen. Ungefähr so sind Diskussionen mit Ihnen, meine Damen und Herren. Die massiven Angriffe gegen die Wissenschaft müssen wir zurückweisen. Und ich finde, das ist die Aufgabe aller Demokratinnen und Demokraten. Ich will aber auch, und explizit das nicht auf die gleiche Stufe zu stellen, aber ich will auch darauf hinweisen, wo andere Gefahren auch liegen für Entwicklungen bei Wissenschaft und Forschung, wo Forschung erschwert wird und Forschern das Leben unnötig schwer gemacht wird. Bundesweit und auch in Hessen
ist die Hochschulfinanzierung, speziell die Forschungsfinanzierung, zunehmend abhängig von Drittmitteln. Und das ist ein Problem, weil das natürlich die Freiheit von Forschung gefährdet. Entweder ganz direkt, weil in dem Fall, wenn Industrieunternehmen Forschung finanzieren, dann erwarten sie natürlich eine Anwendung dabei. Sie erwarten ein Produkt, sie erwarten ein Ergebnis. Und natürlich gefährdet das auch die Freiheit von Forschung, wenn die Hochschulen in zunehmenden immer mehr Auftragsforschung machen für Unternehmen. Und die meisten Drittmittel stammen ja nicht aus der Industrie, sondern wir stammen auch aus öffentlichen Mitteln, weil auch Bundes- und Landesmittel zunehmend als Drittmittel vergeben werden. Also in Hessen ja zum Beispiel über das LOEWE-Programm. Und auch das ist ein Problem, weil das einfach eine unglaubliche Kurzfristigkeit bedeutet, weil wir Forscherinnen und Forschern zumuten, dass sie alle paar Monate aufwendigste Antragsverfahren durchlaufen müssen, und die Zeit fehlt ihnen, um Wissenschaft wirklich voranzutreiben, weil sie immer wieder gucken müssen, wie sie Gelder reinholen fürs nächste Projekt, um ihren Job überhaupt noch weitermachen zu können. Und da sehe ich eine Gefahr beim Thema Wissenschaft und Forschung, dass wir diese Verdrittmittelung haben. Und das ist eine schleichende Gefährdung der Freiheit von Forschung und Wissenschaft. Aber darüber gehen uns auch ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verloren, die sich von einem Drittmittelprojekt zum nächsten hangeln, von einem befristeten Vertrag zum nächsten und einfach keine Perspektive für sich sehen. Das ist eine Gefahr. Und ich finde, auch die muss man hier ansprechen, wenn wir eine Debatte führen über Wissenschaft. Wissenschaft muss die Möglichkeit haben, und Forschung zu scheitern. Es ist nicht so, dass man etwas kofinanziert und dann muss da oder das rauskommen. Überlegen Sie sich, wie ist das Penicillin erfunden worden? Das Penicillin ist so erfunden worden, dass man eine Petrischale wochenlang im Labor vergessen hat. Dann hat sich Schimmel gebildet, und irgendwann hat man draufgeschaut und hat daraus Penicillin, es war vermutlich etwas komplexer, aber so kurz zusammengefasst. Auf jeden Fall. Monatelang die Petrischale ist einfach quasi vergessen worden, und der gleiche Wissenschaftler hat daran weitergearbeitet. Heute hätten wir die Situation, dass vermutlich der zuständige Mitarbeiter längst ein neues Drittmittelprojekt gehabt hätte und es gar nicht mehr hätte weiterführen können. Ja? Also deswegen, Forschung braucht Zeit, um eben auch vielleicht das eine zu erforschen und etwas ganz anderes zu finden, nach dem einen zu suchen und auf etwas ganz anderes zu stoßen. Und da sehe ich eine große Gefahr durch diese Finanzierung, die wir jetzt haben. Herr Büger, ich will nur zu Ihrem Beitrag etwas sagen. Forschung und Wissenschaft müssen frei sein, aber sie sind nicht frei von Verantwortung, und sie stehen auch nicht außerhalb von Gesellschaft. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diskutieren natürlich, wie Forschung auch zum Beispiel in den Dienst von Frieden, von Umweltschutz, von friedlichem Zusammenleben gestellt werden können. Sie haben die Zivilklausel angesprochen, die im Übrigen in demokratischen Abstimmungen an den Hochschulen im Rahmen auch der studentischen und der akademischen Selbstverwaltung erfolgt sind. Und ich finde es absolut legitim, wenn Hochschulen sagen, wir sind dem Frieden verpflichtet. Und wir wollen Dinge entwickeln, die die Menschen nutzen, und nicht Waffensysteme entwickeln, die dazu geeignet sind, Menschenleben auszulöschen. Ja, das ist vollkommen legitim, dass Hochschulen das machen. Und die Frage müssen wir auch in anderen Bereichen stellen. Auch im Bereich der Gentechnik. Da kann es einfach Entwicklungen geben, die für den Menschen am Ende nicht mehr kontrollierbar sind, die sich verselbstständigen. Und deswegen ist auch Wissenschaft auch immer eine Debatte über die Ethik dabei und über die gesellschaftliche Dimension, weil Wissenschaft findet nicht einfach in einem leeren Raum, findet nicht einfach im leeren Raum statt. Und ich empfehle da noch einmal Dürrenmatt, die Lektüre von Dürrenmatt, die Physiker, wo ja genau dieses, also Sie kennen das sicher, Herr Büger, dieses Dilemma ja auch so beschrieben ist, ja, dass Wissenschaftler in dem Fall Angst haben vor den eigenen Erkenntnissen und Angst haben vor dem, was mit ihren Erkenntnissen gemacht wird. Gut, ein letztes noch. Sie loben in Ihrem Antrag die Unikliniken und die Forschung, die jetzt sich im Pandemienetzwerk zusammengeschlossen hat. Das fördern Sie auch. Das ist alles richtig und sinnvoll. Ich finde den Hinweis von Kollegin Sommer richtig, dass man das auch interdisziplinär denken muss. Also auch, was sind die psychosozialen Folgen, was sind die gesellschaftlichen Fragen auch in diesem Zusammenhang. Aber ich will in dem Zusammenhang schon noch einmal hinweisen auf die bundesweite Unterfinanzierung der Universitätskliniken. Und das zeigt sich bei Corona ganz besonders, dass die Universitätskliniken die Aufgabe haben, zu forschen, Lehre und Weiterbildung, aber eben auch die Krankenversorgung. Sie sind Häuser der Maximalversorgung. Das heißt, sie können nicht einfach mal eine Abteilung schließen. Sie bekommen die schwierigsten Fälle und die seltensten Fälle. Und das wird über die Fallpauschalen überhaupt nicht abgegolten. Die Hochschulmedizin ist bundesweit unterfinanziert. Es wird damit gerechnet, dass wegen Corona jede Uniklinik einen zweistelligen Millionenbetrag an Minus macht. Das muss den Unikliniken
geglichen werden, damit sie ihre wichtige Arbeit eben auch weitermachen können. Und ein allerletztes noch, Frau Präsidentin, dann komme ich auch zum Schluss. Wir haben jetzt viel über das Lob gehört, aber die Folge ist eben auch, dass das Personal überlastet ist. Und da muss ich schon sagen, dass wenn jetzt die Uniklinik Frankfurt, die ja nur eine Einrichtung des Landes ist, jetzt gerade gegen den Personalratsvorsitzenden vor Gericht zieht und ihn abmahnt, weil er gemeinsam mit 300 Mitarbeitern öffentlich die schwierige Situation beklagt hat und gesagt hat, es gibt zu wenig Tests. Ja, also da würde ich mir schon, also das ist, finde ich, ein ziemlich fatales Signal, gerade in dieser Corona-Zeit, dass man einen Personalrat in dieser Situation abmahnt und mit ihm sich vor Gericht streitet, weil er die Missstände beklagt. Und deshalb, wir müssen Wissenschaft, Freiheit verteidigen, wir müssen Wissenschaft unterstützen. Und am allerbesten ist es auch, wenn wir wissenschaftliche Erkenntnisse politisch umsetzen. Das gilt z. B. beim Thema Klimaschutz, aber eben auch bei der Bekämpfung der Pandemie. Vielen Dank.